Recht herzlich willkommen zur 210. Folge von City Skylines. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir einen Bug gefunden, ne, dass man Straßen doppelt bauen kann. Das war hier hinten irgendwo, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ne, hier war das, ne, da hatten wir das ja mit der Straße, die doppelt übereinander lag. Das haben wir festgestellt, wo ich dann beim Kontrollieren noch festgestellt hatte, dass es irgendwo noch volle Deponien gibt, die wir freimachen müssen. Ich glaube, die waren aber nicht an diesem Standort, sondern hier hinten. Da blinkten mindestens drei Stück, meine ich. So sieht's aus. Die müssen wir natürlich mal räumen, damit da wieder was passieren kann, ne? Und die dritte dann auch noch. So, das läuft. Die war ja aktiv, genau, und ist auch leer gewesen. Und dann gucken wir mal hier hinten, wo wir das Wohngebiet gebaut hatten. Ne, das war nicht hier, das war hier. Ob da noch was zu machen ist. Hier ist auch noch einer. Den müssen wir räumen. Während dieser hier geräumt ist, dann können wir den auch wieder aktivieren. Hier sieht es identisch aus. Räumung beendet. Räumung beendet. Läuft wieder. Hier muss geräumt werden. Und hier ist, glaube ich, alles gut. Hier haben wir eine Räumung beendet. Läuft auch wieder. Da sind die meisten abgeschaltet, diese jetzt zum Beispiel nicht. Dann müssen wir die leer machen. Die ist beendet. Passt. Die anderen sind deaktiviert, die da hinten nicht. Da wird wieder was laufen und die sind aktiviert, die nicht. Läuft soweit, aber hier hinten haben wir noch eine. Die muss geräumt werden und die ist dafür zu räumen. Aber das Gebäude ist abgeschaltet, also ist das bei der auch ziemlich egal gewesen. Naja. Aber die sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir die woanders hinbauen. Mehrere Probleme. Die muss jetzt erst leer werden, ne? Kein Platz mehr, genau. Wenn die leer ist, dann werden wir diese zwei wenigstens, wenn nicht noch mehr, da mal wegnehmen und weg an den neuen Standort machen, den wir mit der Straße hier hatten. Da können wir dann noch was machen, ne? Da sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir noch eine Straße dahin ziehen. So, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Straße müsste dann wahrscheinlich hier lang gehen, damit das passt mit der... Okay, Ort ist bereits besetzt. Haben wir hier auch so ein tolles Späßchen jetzt mit der Straße, oder was? Warum man dies jetzt nicht macht, weiß ich dann auch wieder nicht. Komisch, ne? Da haben wir auch dieses Problem mit Ort ist bereits besetzt. Kann ja sein, dass die auch doppelt waren. Das zeigte der gerade so ein bisschen eigenartig an, ne? So. So, 3, 6. Machen wir gerade so. Und das würde dann gehen wahrscheinlich, aber das wollen wir jetzt nicht. Mal gucken, dass wir die Straße nur... Ne, kannst du wieder nur ganz abreißen, ne? Das ist schon wieder doof, ne? Machen wir den Bagger weg. So, ich möchte 2, 4, 6, 7 haben. Das würde bedeuten, ich muss von hier die Straße bauen. Ach doch, jetzt geht's. Jetzt müsste da... okay, fällt mir gerade so auf, ne? Die Straße muss da gar nicht hin, weil wir können ja zwei gegeneinander machen, ne? Also, doof gelaufen. Machen wir weg. Dann nochmal auswählen. Und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist noch nicht passend. Das sind 8er. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, den machen wir nochmal aus. Das sind 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jetzt ist die Frage, ob das da lang sein müsste. Und da geht schon wieder was nicht. Sehr schön. Warum kann ich da keine Straße bauen? 4, 8.
12. Jetzt geht's. Bis dahin. Ist die Frage, ob die Deponien da so hinpassen, ne? Wir haben da ja noch zwei deaktivierte. Ja, die mal ausmachen. Funktioniert nicht, ne? 3, 6, 7. Vier. Sind es doch 8 oder was? Ich dachte, die brauchen nur 7. Das bedeutet, die Straße ist da auch wieder an der falschen Stelle, ne? So. Das sind 4, 6, 8. Das bedeutet, hier muss jetzt eine Straße hin, damit das läuft. Gucken wir mal, ne? Sieht so aus, als ob das sein könnte. Können wir die jetzt verschieben und da einbauen? Jo. Jetzt passt da mal was, ne? Na, guck an. Jetzt ist die Mauer an Mauer. Okay, das haben wir erledigt. Wir lassen die ganze Zeit das Spiel nicht laufen, oder wie sehe ich das? Das wäre jetzt nicht so gut. Wo haben wir denn sonst noch so Probleme hier? Überall Müllabfuhr. Okay, das erklärt sich natürlich, dass da eben alles voll war. Vielleicht sollten wir dann doch schnell hier hingehen und mal noch zwei frei machen. Dass noch mehr Müllwagen loskommen. Fahren die jetzt auch los? Räumung beendet. Okay, dann müssen wir noch den Haken wegmachen. Na, hier fährt jetzt keiner los, ne? Aber die sind ja hoffentlich schon unterwegs dann, ne? Oder? Die fahren natürlich hier lang und können da nicht lang. Doch, da können sie lang, ne? Ja, die Straße funktioniert. Ja, hier sind ganz viele LKWs unterwegs. Interessanterweise fährt kein einziger Müllwagen hier rein oder raus. Alles brachliegend hier jetzt, oder wie sehe ich das? Krankenwagen? Was ist das für einer? Ein Öl-LKW? Okay, der bringt Öl fürs Kraftwerk. Das ist hier Kesselstation. Heizenergie und das hier. Müllverbrennungsanlage, okay. Kein Müllwagen gesehen bis jetzt. Da fuhr irgendwo einer, ne? Ne, das ist fliegender Dreck und Müll hier. Ja, okay, dann ist das halt so. Hier voll, voll, überall volle LKW, Müllwagen, Müllcontainer. Läuft, ne? Passiert nämlich nix. Gibt's hier überhaupt Müllwagen irgendwo? Gucken wir hier nochmal, wo die sind. Wo war das? Hier war das. Da ist ein Müllwagen. Kehrt zur Einrichtung zurück und ist voll mit 100%. Wo fährt denn der lang? Okay. Durchgezogene Linie interessiert den Müllwagenfahrer nicht, ne? Ist klar, da kommt auch noch einer. Wo fährt er jetzt hin? Das ist die Frage, ne? Ein Prozent hat er schon voll. Aber der hat nirgends angehalten, oder? Ja. Gucken wir mal, wann der wo ankommt.
ne? 3% hat er jetzt mitgenommen, der fährt einfach Straßen ab und dann ist das schon so geregelt, dass der was mitnimmt. 5%. 6%, 7, okay. 8. 10% voll. Jetzt biege ich da ab. Okay. Aha, hier ist ziemlich viel Müll. Jetzt ist nämlich gleich voll. Interessante Technik. Dass man, ja, jetzt ist er voll, jetzt kehrt er zurück. Okay. Es würde mich interessieren, wenn der gleich wieder leer ist, ne? Wo fährt er dann hin und nimmt das wieder mit? Das wäre schon wichtig zu wissen. Gucken wir mal hinterher jetzt gerade. Ja. Könnte ja rechts nebenher fahren, macht er aber nicht, ne? Ist auch blöde hier, dreispurige Autobahn oder Straße und es wird nur eine Spur genutzt. Relativ doof. Der müsste ja hier hin, ne? Oder war das sogar da hinten? Weiß ich jetzt gar nicht. Die Ampel braucht kein Mensch hier, die können wir auch mal wegmachen. Ne, er fährt zur hinteren Mülldeponie, dann war er hier zu Hause. Gut, dann hätte ich den noch jetzt gerne verfolgt. So. Geguckt, oh, schon 1% aufgenommen. Gucken, wo der jetzt lang fährt. Ah, der fährt ganz woanders hin. So, jetzt ist auf irgendeiner Autobahn, oder ist das eine? Ich würde sagen, ja. Autobahn wird auch kein Müll gesammelt, so wie ich das sehe. Das ist schon mal gut. Vor ihm ist ein Motorrad, oder? Cool, das habe ich noch nicht gesehen, oder was auch immer für ein Fahrzeug in zwei Rädern ist. Hinter ihm auch. Der Trecker hier, ne? Auf der Autobahn. Bisschen schnell unterwegs, kann das sein? Ja, irgendwo muss er jetzt gleich rausfahren, mal. Ja. Krankenwagen überholt rechts. Ja, keiner macht den Platz, voll cool, oder? Naja, der könnte auf der mittleren Spur jetzt weiter, ne? Ja, macht er auch sogar. Ja, der fährt durch die halbe Stadt hier. Ah, hier ist eine Abfahrt, den nimmt er jetzt, oder? Nee, noch nicht mehr, er fährt weiter. Hier ist alles noch leer. Voll Müll. Jetzt haben wir hier einen Rückstau. Aber da hört ja auch die Autobahn auf, ne? Wo ist denn das? Hier ist doch Mülldeponien, oder? Oder ist es woanders? Nein, hier sind die Mülldeponien. Auch sehr schön, ne? Zu sehen, wie ein Müllwagen von da hinten nach hier fährt, oder was? Die stehen ja alle im Stau. Oh. Läuft, ne? Stau der Müllwagen. Naja. Das mit den Krankenwagen finde ich schon krass. Sind auch viel zu viele in meinen Augen, ne? Krankenwagen hier unterwegs.
Ja, irgendwie klappt das überhaupt nicht mit dem Verkehr. Der rollt doch nur, weil sich irgendwo irgendwelche Fahrzeuge auflösen, oder? Kann das sein? Das ist alles Kappes, ne? Da ist eine Rechtsausfahrt, da wird nicht rausgefahren, es wird dann wieder links gefahren und da. Also die Dingens sag schon, die Wegfindung ist rottenschlecht. Mann. Nein, ich will jetzt wissen, wo der erst hinfährt. Ich würde gerne diesen Stau natürlich auch bearbeiten, der hier ist, aber. Ah, da ist so eine Kreuzung direkt nachher wieder. Jetzt fährt er geradeaus, okay. Jetzt sammelt er Müll. Aber hier ist kaum Müll zu sammeln, weil hier wahrscheinlich gerade schon ein Wagen davor war. 4%. Ist hier irgendwo denn ein Schild, wo Müllabfuhr wäre? Das sind alles andere Symbole hier, ne? Kranke Bürger gibt's hier. Okay. Okay, jetzt sammelt er hier ordentlich Müll ein. Ist kein einziges Symbol, dass hier gerade viel Müll liegt. Doch da. So, jetzt muss er gleich hier richtig was sagen. Hat er auch. Nur, ja doch, das Symbol ist gerade weggegangen. Alles klar, passt. Okay, und dann fährt er wieder zurück. Alles klar. Naja, na, jetzt sind wir, verfolgen wir den noch. Müssen wir hier ausschalten, ne? Genau. Gut, okay. Da haben wir das gesehen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir eben diesen Stau hatten. Ah, weiß ich jetzt auch nicht mehr. War das hier? Da war das. Ja. Hier hörte die Bahn auf, ne? Genau. Jetzt ist hier natürlich besser zu gucken erstmal. Ja, die Kreuzung ist durch eine Ampel geregelt hier. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, ne? Weil ja, da, von da kommen ja fast keine Fahrzeuge, ne? Die dann komischerweise trotzdem noch durchfahren, obwohl sie ein Stoppschild haben, ne? Also das ist für mich nicht erklärbar, wie das hier geregelt sein soll. Hier machen wir mal so, dann sollte der Verkehr hier besser fließen. Ja, könnte sein, dass es jetzt auch besser dadurch geworden ist. Aber der Rückstau auf der Autobahn ist immer noch da. Hier geht gar nicht. Machen wir mal so. Vielleicht fließt der Verkehr von dann da ein bisschen besser runter. Aber sieht jetzt gerade nicht wirklich so aus, ne? Was ist das hier für eine Einbahnstraße? Also in den Dingens rein. In die Müllhalden. Rückstau bis unter die Brücke. Hatten wir vorhin, glaube ich, noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen mehr geworden. Obwohl wir hier die Verkehrsregelung geändert haben, wo ich sagen würde, hier müsste es jetzt permanent fließen und nicht wieder, ne, einen Stopp geben. Genauso wie hier ist auch schwierig. Das meiste, was hier steht, sind jetzt Müllwagen, oder? Naja.
Und Stau ist immer noch bis zur Brücke, hat sich also auch nichts geändert. Ist schwierig, ne? Ja. Ja, wird nicht besser, ne? Warte mal, jetzt verstehe ich das Ganze auch. Die fahren da rein, das ist hier eine Einbahnstraße. Wo sollen die rausfahren? Ha? Hier gibt's keine Ausfahrt. Da war wahrscheinlich das mal und das ist abgerissen, ne? Kann das sein? Entfernung zu gering, auch sehr schön. Machen wir das hier. Ich weiß es gar nicht, wieso ist das hier? Ach, das war mal eine Autobahnauffahrt hier vielleicht runterher, ne? Kann das sein? Jetzt guck mal, jetzt fahren auch tatsächlich die ganzen LKWs. Boah, guck mal. Die standen alle im Depot und konnten nicht liefern. Na, super geklappt, wa? Ich glaube, wir müssen diese Straße noch etwas aufwerten. So, jetzt läuft's vielleicht dann auch, ne? Dass da der Müll wieder abgeholt wird, ne? Passt. Guck mal, hier fahren tatsächlich jetzt die Müllwagen raus. Die stehen natürlich jetzt alle im Stau hier, ne? Weil mit Mal können sie. Okay, hammerhart. Jo, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann erstmal reichen. Gucken wir uns nächste Folge an, wie sich hier was vielleicht auflöst oder auch nicht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.